Oh ja, es ist wieder etwas Neues. Ja, um genau zu sein, haben wir das neue Starter-Set, Two-Player-Starter-Set. Und da bin ich sehr, sehr, sehr interessiert dran auf jeden Fall. Denn Leute, das ist natürlich, es sagt schon, gut für Starter, also für Einsteiger. Und wie gut das wirklich ist, das sehen wir gleich, beziehungsweise gucken wir uns gleich an. Denn ich weiß noch nicht, was hier drin ist. Mit Ausnahme, dass man darüber spekulieren kann, dass hier gewisse Karten drin sind. Denn die sind auf dem Cover, zum Beispiel Zeus, was unglaublich gut ist allein. Deswegen ist eine super starke Exit-Karte, ist perfekt eben für Einsteiger. Also auch schon gut. Und wir sehen hier auch ganz klein, wir können mal reinzoomen, ganz klein den Cyberdrachen. Cyberdrachen, sehr ikonische Karte und natürlich auch super gut für Einsteiger, um eben vor allem die Spezialbeschwörung kennenzulernen. So, was ist besonders? Warum sage ich, ich weiß gar nicht, was drin ist? Dann sagen gerade Leute, guck doch einfach auf die Rückseite. Da kannst du doch lesen, was drin ist. Okay. Oh, keine Setliste. Ja, ja, ja. So nicht, Leute. Ja, es ist Zeit für ein Duell, würde ich sagen. Sehe ich auch so. Okay, hier sind anscheinend zwei Decks auf mir drin. Denn wir haben hier, und zwar, zwei Decks mit je 44 Karten. Bedeutet also, das hier spielen und sofort kann man mit zwei Freunden spielen. Ich bin gespannt, wie die Decks aussehen werden und natürlich, welche Karten drin sein werden. Also bin ich wirklich gespannt. Und ja, von der Seite jetzt hier nochmal, hier haben wir nochmal Zeus. Manadium haben wir hier auch drin eben. Dann haben wir hier einfach nur Farbe, nochmal Zeus, Farbe. So, jetzt habt ihr alles gesehen von vorne. Kennt ihr es auch. So, jetzt müssen wir das Ganze aufmachen. Erstmal noch, oh, das ist aber auch schwer aufzumachen, muss man sagen hier. Aber ist ja gut, ne? Lieber. Oh, so, perfekt, easy. Ich finde es super. Verpackung, also ist, also ihr hört es, ne? Also, es ist Pappe, finde ich super. Gefällt mir. So, wir öffnen das Ganze. Erster Moment. Und erstmal eine Anleitung. Erlerne das Spiel. Das finde ich cool. Also mir gefällt das. Erlerne das Spiel. Okay. Anleitung. Anleitung. Da kann man schon fast ein eigenes Video zu machen. Ich zeig dir, wie alles geht. Los geht's. Ach, alles nochmal hier erklärt. Ui, da bin ich gespannt. Also, das lesen wir jetzt natürlich nicht durch. Aber hier ist anscheinend alles nochmal drin. Ah! Boah, das wäre Traum. Hier zum Beispiel Cyberdrache als Beispiel. Und Cyberdrachen ist ja hier drin. Das wäre super smart, wenn alle Karten, die hier zur Erklärung benutzt werden, hier drin wären. Hier ist dunkler Magier. Das wäre schwarzer Magier. Ja, ich bin gespannt. Okay, wir werden es sehen. So, also ist die Anleitung. Falls ihr nicht wisst, wie das Spiel funktioniert, lest euch das durch. Allgemein, viele Leute fragen immer so, ja, wie funktioniert das, wie funktioniert das? Leute, ihr glaubt es kaum, aber hier steht so viel drin, wie was funktioniert. Man könnte denken, es wäre eine Anleitung. Es ist eine Anleitung. So, so sieht das Ganze aus. Sieht das mal hübsch aus. Wir haben ja 1 und 2. So, immer unten gucken. Oh. Irgendwann, sag ich euch, irgendwann ist da unten was drin. Und dann, dann habe ich es als erstes gesehen. So ein Ding ist das nämlich. So, Verpackung gefällt mir. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Egal. Nee, jetzt hält's. Komisch. Zwei Decks, darum geht's eigentlich. Ich würde sagen, wir fangen an mit Manadium, denn Zeus ist für mich natürlich ein kleines Highlight. Also machen wir, hier ist irgendwo ist ja da, genau. Hier ist nämlich eine Lasche sozusagen. Die ich trotzdem nicht aufkriege. Doch da, guck. Ganz einfach. Whee! Und auf ist das Ganze. So. Deck Nummer 1. Ja, das sind zwei Decks, mit denen man sofort spielen kann. Soweit, so gut. So. Manadium. Dann haben wir. Okay. Wir gehen direkt weiter mit Synchro. Ah, das eine ist ein Synchro-Deck, das andere ist ein Exit-Deck. Oh, smart. Das ist natürlich smart. Okay, was haben wir noch? Korallenrache in Ultra-Wear. Hübsch. Unterfrierende. Okay, das sind erstmal ist das extra Deck. Gute Wahl. Gefällt mir. Korallendrache. Super gut. Wenn jetzt noch hier eine Baroness drin wäre. Das wäre komplett übertrieben. Ja, schon mal okay. Wir haben Synchro und wahrscheinlich dann Exit-Deck. Okay, finde ich gut. Ist ja auch für Einsteiger, Leute. Finde ich gut. Finde ich gut, dass man eben sagt, wir konzentrieren uns jetzt ja auf Synchro-Beschwörung, da auf Exit-Beschwörung, weil, wie gesagt, Leute sollen ja reinkommen und nicht komplett gleich alles abkriegen. So, zurück an die Front. Oh. Kamera. Zurück an die Front. Natürlich eine gute Karte, um... Alter, das ist jetzt hier... Nö, so nicht, Kamera. Zurück an die Front. Gute Karte zum Wiederholen, Monster. Manadium. Macht natürlich Sinn, dass man hier eben Manadium kann reinpacken, gerade eben, weil man Prime drin hat. Galaxy Cyclone. Okay, interessant, dass hier Monster, Zauberfallen und dann schließlich sind. So, Galaxy Cyclone. Gute Karte. Nachschiebstrupp.
Ja, Kartenvorteil ist wichtig, Leute. Merkt euch das. Von Domkönig Hybrid 1.5. Falls die Karte noch kontrollierst, als Synchron-Teil verwendet wird, kann sie nicht als Nicht-Empfänger... direkt Empfänger und Nicht-Empfänger in Kombination. Nett. Endlich frei. Die Karte ist doch gar nicht so alt. Geschenk des weißen Elefanten. Ja, wie gesagt, Karten ziehen ist gut. Das lernen wir hier sehr früh. Karten entnehmen. Finsterer Senator. Super Empfänger. Allgemein. Also Finsterer Senator ist so eine gute Empfängerkarte am Anfang. Einfach. Starrenschaumriegel auch gut, weil sie im Friedhof liegt. Kann sie im Spezialbeschwörung werden. Kartenkarol ist. Oh ja. Ja, guck mal, Leute. Warum sollen jetzt die Einsteiger nicht auch mit den Karten lernen, mit denen ich eingestiegen bin? Kartenkarol ist einfach. Ich liebe diese Karte. Möbius! Oh! Direkte Tributbeschwörung mit drin. Kraft der Magie, Ausrüstung auch drin. Magischer Zylinder, okay. Darf nicht fehlen. Maske der Verfluchung, auch Ausrüstung. Kette. Schwarzes Loch ist hier drin. Okay, schwarzes Loch. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob hier auch schwarzes Loch drin ist oder so. Weil die Decks sind ja gegeneinander. Also nicht die Decks sind gegeneinander, sondern man kann gegeneinander spielen. So, jetzt haben wir die Kurve gekriegt. Schwarzes Loch, gute Karte natürlich. Maske der Finsternis, warte mal. Haben wir gute? Wir haben magischer Zylinder. Okay, ich bin gespannt, welche Fallen noch kommen. Bisher haben wir noch nicht gute Fallen. Also magischer Zylinder natürlich, aber ansonsten. Spalt, super gute Karte zum Einstieg. Resonator. Okay, wir gehen hier auf Resonator. Finde ich aber sehr gut, vor allen Dingen, weil man ja theoretisch dann einfach das Structure Deck holen könnte, wenn man weitermachen will. Ja, furchtlos natürlich, ist klar. Visa Starfrost muss natürlich drin sein. Passt natürlich auch dann eben zu den kleinen Kugeln. Super. Besessener, okay. Ach, er ist Empfänger, deswegen, okay. Dedikrähe, gut. Auch direkt hier. Handtrap, also auch gut. Einmal Passcode. Super gut für Synchro. einfach so gut. Liebe gerne. Kartkadi, Karten ziehen. Sündenbock. Sündenbock auch sehr gut, natürlich. Stürmische Spielkraft. Okay, jetzt haben wir eine sehr gute Falle, die wir nutzen können. Auszubildender noch Flötenspieler. Flip, du kannst ein Monster-Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Ah, jetzt kann man hier auch Hochtributige beschwören. Unterstützungsreiter, WLAN auf das Monster, das kontrollierst. Es hält bis zum Ende des Spielzuges 1500 ATK. Keine Schnellzauberkarte. Das ist natürlich schade, aber auch. Verstärkung ohne Ausrüstung ist gut. Ja, darf nicht fehlen. Ich glaube, wer einsteigen will, muss die Karte kennenlernen. Da haben wir Verbündeten. Das ist interessant. Erstens für Tributbeschwörung und zweitens können wir dann mit ihnen halt Spezialbeschwören. Ne? Nett. 2-3. Ojama. Es sind wirklich die Karten drin. Die Karten, die in der Anleitung sind. I like it so much. Raketenspinne. Hafengeist auf 2000 Defense. Ipachi ist sind wirklich alle drin, ne? Und Sparkman. Und was? Wenn du Comic liest, bist du Spieler S. Stopp. Misch dieses Deck nicht. Der beliebte Comics leitet dich an einen Freund durch. Oh! Das hätte ich mal. Ach! Okay. Warte, wir machen eben alles zurück. Ja, der Schnelldurchlauf. Ich habe Karten verändert, oder? Habe ich Karten in der Reihenfolge verändert? Ah, wie gut! Leute, Einsteiger, für euch da draußen, aufpassen! Stopp, mische dieses Deck nicht! Leitet Freund durchs Beispielduell. Daher darfst du die Reihenfolge dieses Karten nicht verändern, bevor ihr beginnt. Nimmst du die vier untersten Karten mit dem weißen Kartendesign, Synchromonster, und legst sie beiseite. Die unteren Karten deines Decks sollten jetzt in violette Karte zurück an die Front. Jupp. Zeigen, lege ein Deck verdeckt dorthin, zurück an die Front als unterste Karte und du bist bereit für ein Duell. Huh, wie cool! Let's go! Das ist meine Starthand dann, ne? Oh, wie gut! Das ist ja so gut! Ja! Hä? Das ist super gut gemacht! Also, das ist deine Starthand mit dem Erklärheft und dann startest du das Duell und gehst immer weiter. Das ist ja eine coole Mechanik. Dann machst du so weiter. Monster, Monster, Monster. Und dann erst... Oh, das Duell ist dann ja quasi wie gescriptet. Das ist ja... Da! Das ist ja super. Das ist ja verrückt. Da, die Hand. Es ist genau die gleiche Hand. Es ist wirklich so. Ja, da steht sogar... Oh, wie cool. Das ist ja geil. Und dann wird ATK-Boost eingeführt. Oh, dann wird Zerstörung, dann wird Protection, Karten ziehen wieder, dann wird Oh, das ist ja so gut gemacht. Das lohnt sich ja schon was, das Duell auszuspielen. Okay, das ist super cool. Das ist wirklich cool.
Denkt an Leute, ne? Jetzt sagen wieder welche, warum? Ich kann das Spiel. Ja, Leute, es können nicht alle das Spiel. Das Spiel ist kompliziert. Man muss das Spiel auch erstmal lernen. Und das ist hier genau dafür gedacht, eben das Spiel zu lernen. Stopp! Mische dieses Deck nicht. Okay, jetzt wissen wir es. Wir haben es einfach komplett falsch gemacht. Genau. Und wir sind Spieler X. Okay, Spieler X. Und Spieler S. Ja, Dark und. Oh, da sind auch die. Da sind auch direkt drauf, welche sind. Boah, Zeus, sehr stark. Gusto auch super stark. Für TK-Boost und für. Also, jetzt so erste. Ach nee, Korallendrache kann ja auch. Okay. Ist interessant. Ja, Zeus ist halt unglaublich stark, ne? Brauche ich drüber reden. Zeus ist natürlich unglaublich stark. So, jetzt machen wir. Wir gucken das Duell uns jetzt an. Wir gehen die Karten durch, indem wir das Duell spielen. Also, natürlich spielen wir jetzt gerade nicht gegeneinander, aber ja. Wir fangen an mit der Starthand. Und die Starthand ist. Ja, es ist exakt, dass es in Anleitung steht. Ey, das feiere ich gerade übelst. Das ist so smart. So, wir haben hier die Starthand. Wir haben Jhin, guter TK. 2000 Defense. Ja, und halt eine, die schwächer ist. Ich weiß gar nicht, was die Anleitung sagt, was wir als erstes spielen sollen. Steht das hier? Oder müssen wir es selber entscheiden? Was sollen wir als erstes beschwören? Ich würde gerne wissen, was wir als erstes beschwören sollen. Wir beschwören als erstes. Ah, wir beginnen. Mit Ritter. Das ist so super. Also, hier steht's. Wir beginnen mit Ritterinnen-Verteidigungsmodus. So. Und mein Gegner spielt als erstes Sparkman. Aber Sparkman ist ja stärker als sie. Das heißt, sie wird zerstört. Aber dann können wir ja nächsten Zug. Können wir nächsten Zug den Jhin rufen, ne? Oder? Ah, ne, die sind gleich wie ATK. Genau. Ne, wir können. Was machen wir im nächsten Zug? Ja, müssen wir jetzt in Ruhe durchlesen. Okay. Wir ziehen dann ja. Ah ne, der Gegner ist ja dran. Ja, also ne, ihr seht, worauf das Duell hinausläuft. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also wirklich gut. Super, super gut. So. Okay. Weiter geht's dann hier. So, es ist interessant. Gefällt mir. Also, ne, Duell ist halt beschrieben. Dann Ojama. Okay, wieder Monster. Am Anfang bekommt man viele Monster. Macht ja Sinn. Es bringt ja nichts, zu Beginn des Duells einfach 100 Zauberfallen, alle verschiedene Arten zu haben, sondern erstmal nur Monster, weil damit gewinnt man ja letztendlich, ne? So, dann haben wir einen Zahlungsname. Warte mal. Schick. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich vermische jetzt die Reihenfolge. Ist eigentlich schlecht. Warte, die Reihenfolge muss ja eigentlich jetzt gleich bleiben. Oh, die Reihenfolge. Ja, das ist eigentlich egal, aber... Wo ist der Ojama? Da. So war das. So. Das ist die Reihenfolge. Weiter geht's. So, weiter geht's. Kein Zugriff. Ändere alle Monster in Angriffslose in Verteidigungsposition. Das ist so smart. Okay. Entkräftungsschild. Ironisch. Also Gegenteil zum magischer Zylinder. Dann haben wir weißer Ninja. Wähle einen Monster in Verteidigungsposition. Zerstöre das gewählte Ziel. Gerade mit kein Zugang. Kann das natürlich sehr interessant werden. Dann haben wir 1000 Messer. Schaffen wir es, den dunklen Magier zu... Ja, wir schaffen safe, den dunklen Magier zu rufen. Wir schaffen 100% den dunklen Magier zu rufen. Ruf der Gejagten, um dunklen Magier wiederholen zu können. Cyberdach. Oh. Retro. Lord. Das ist wirklich... okay. Also die Karte ist sehr, sehr stark. Ich weiß gar nicht, was wir hier jetzt so... Wir hatten natürlich Visa Starfrost, was natürlich auch gut ist, aber Lord ist nochmal... Ah, wir Möbius hier. Mal gucken, was wir für Tributmonster hier noch kriegen. Aber Lord, sehr starke Karte. Dann haben wir Kräfte entzerren. Okay, ATK-Boost, dann auf der anderen Seite natürlich auch. Kranich-Kran. Ja, macht natürlich Sinn, weil wir wollen ja Exit machen. Warte, wir haben ja hier... Genau, da rufen wir als erstes also dieses Exit. Ja, ich kann das Duell schon sehen, ohne dass ich es gelesen habe, weil wir holen natürlich was wieder und dann... Spezialbeschwörung. Genau, wir holen was wieder. Welchen Dreier haben wir denn da zu dem Zeitpunkt? Wir haben den... Oh, den Steinsoldaten. Also wir holen Steinsoldaten wieder und gehen dann in ihn und haben wieder ein stärkeres Monster. Dann haben wir XYZ Wiedergeburt. Passt, perfekt, natürlich. Dunkles Magiermädchen auch. Warte mal. Nee, das war mit dunklem Magier, ne? Ja, das war auch mit dunklem Magier. Was haben wir auf der anderen Seite gehabt? Wir hatten auf der anderen Seite... Okay, Rayran, Rioran. Ah, genau, und Verbündeter. Ah, da haben wir... Okay, wir haben nicht die klassische Blue Eyes Dark Magician Konstellation. Was ich interessant finde, dass man da auch ein bisschen weggeht. Machen wir weiter. Chronik Magier. Magier des Glaubens. Super starke Karte natürlich. Pinguin Soldat. Boah. Super gut Flip. Mystischer Raumtaifun. Leute, wichtig, falls ihr gerade angefangen habt. Mystischer Raumtaifun annulliert nicht. Sehr wichtig. So, Buch des Mondes. Mit Flip-Monstern. Als ob die hier so eine Combo reinmachen mit Flippen, Alter. Das ist ja verrückt.
Nadeldecke. Mhm. Gute Karte. Nadeldecke. Ausrüstung natürlich darf ja auch nicht fehlen. Wieder, also wiederholen. Oh, Geroid. Warte, der Stufe 3. Wir haben nur Level 4 und ein Level 3er. Auch hier sehr gut natürlich für Exit später. Also man denkt hier weiter, ne? Man denkt hier nicht nur weiter so in diesem Duell halt, was hier drin ist, sondern hier wird auch dann gleich, das Deck ist so aufgebaut, dass halt Exit leichter ist und hier ist natürlich Synchro leichter. Also ist ja irgendwie logisch. So, weiter geht's. Schaukeln Erinnerungen. Ja, könnte man halt ein Monster wiederholen und dann auf ein Exit gehen. Oh, also das ist so die Einsteigerkarte schlechthin. Ich glaube, jeder, der angefangen hat mit Yu-Gi-Oh!, hat diese Karte schon mal gehabt und dachte, boah, ist die heftig. Und ich muss auch sagen, die Karte ist gerade für Einsteiger super gut. Siehst du, die kannst du halt auch ohne Tribut beschwören, was super ist. Das heißt, die ist nicht in der Hand und du musst warten, bis du ein Monster hast. Kannst sie sofort beschwören, hat 1,9. Absolute starke Werte. Dann kannst du dich aber auch mit 2 Opfer rufen, was natürlich stark ist, weil er einen 3000 hat. Oder mit 3, was halt ultra stark ist, vom Effekt haben. Oh, Würde des Mächtigen. Darf man nicht unterschätzen. Gerade in so einem Anfangsduell. Kampfgeist, auch gute Karte. Gargamagier, Straßenhändler. Angriffs. Verkehrskontrolle. Was? Falls ein Gegner 3 oder mehr Monster kontrolliert, kann kein Angriff deklarieren. Okay, einfach verrätische Schwerter. Nächtlicher Strahl, auch als Zauber- und Feindgrenzerstellung, sehr gut. Sternezieher macht natürlich Sinn für Exit. Und zu guter Letzt dann noch Wilder Tiger Mongul. Interessant, also wirklich. Also Schwarzes Loch haben wir nur auf der einen Seite. Aber das passt natürlich. Magischer Zylinder, Spalt, Schwarzes Loch. Ist interessant. Also ist wirklich interessant. Also ich finde die Art und Weise sehr schön. Also wir packen natürlich hier ganz schöne... unsere schöne Bossmonster hier rauf. So, also, wir sind hier einmal Spieler X und Spieler S. Und ich muss sagen, ich bin überrascht. Also jetzt, ich wusste nicht, was mich erwartet. Und das ist überraschend. Also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass die Decks so sortiert sind, dass sie zur Anleitung passen. Ich dachte ja schon, ja okay, die Karten, die hier drin sind, die sind auch da drin. Klingt jetzt logisch. Wäre auch schon sehr cool, aber es ist einfach, die Decks sind vorsortiert zum Erklären des Spielens. Also das ist 10 von 10. Also wirklich, guter Job, gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier sind wirklich viele Karten drin, die perfekt sind zum Einstieg, weil sie eben die ganzen Mechaniken in Yu-Gi-Oh! Drin haben. Finde ich super. Also super. Für Einsteiger? Echt super. Also wirklich super. Also wer Yu-Gi-Oh! Lernen will, Leute, super, 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 super. Super Start. Und es wird einem wirklich an die Hand genommen. Es ist super nice. Also... ja, okay, ich glaube, ich kann nicht mehr sagen, gefällt mir wirklich gut. Allgemein gute Karten drin, auch Karten drin, die jetzt aktuell spielstark sind. Also es ist nicht so, dass nur Karten drin sind, die halt jetzt vor 20 Jahren mal gespielt worden sind. Nein, ganz im Gegenteil, hier sind auch Karten drin, die selbst jetzt noch in der Meta gut sind, was auch sehr gut ist, weil nicht, dass man, also dann sieht man so Karten halt, die, also man spielt mit Karten, die man halt kennenlernt. Und dann später, falls man in Richtung Turniere geht, sieht man die Karten wieder. Gerade wie zum Beispiel Zeus auch, ne? Natürlich auch wie Zeus, aber auch wie andere Karten, wie Zauber- und Feindkarten hier drin sind. Ist es halt so, dass man die Karten dann halt sieht und denkt, oh, okay, ich habe jetzt nicht irgendwie irgendein anderes Yu-Gi-Oh! Gelernt. Nein, nein, man lernt das, was halt wirklich Yu-Gi-Oh! Ist. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, Leute, jetzt bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und natürlich wie immer und auch an euch Einsteigern viel Spaß beim Duellieren.